Nun stell dir mal vor, du könntest in Minecraft jeden Superhelden spielen, den du willst. Rate mal, was wir heute können. Wir können heute nämlich jeden Superhelden spielen, den es auf der Welt gibt. Und ich habe mich heute für Flash entschieden. Das heißt, wir werden mit Flash Minecraft durchspielen. Können wir es schaffen? Oder wird Flash zu schnell sein und in die Lava fallen? Das werden wir erfahren. Und ich sehe gerade, du hast unten noch nicht kostenlos abonniert, was ein großes Problem ist, weil es ist kostenlos und dir kommt täglich Videos hoch und es lohnt sich absolut. Also wenn du es nicht tust, verpasst du eine Menge Content. Und im Endeffekt, wenn dir in Zukunft meine Videos nicht mehr gefallen, kannst du deine Meinung immer noch ändern. Für mehr Minecraft-Videos, lass noch oben da und check gerne mein Merch in der Beschreibung aus. Da gibt es bestimmt etwas, was dir gefällt. Also wir sehen, wir sind der Flash gerade und das ist ziemlich episch, weil logischerweise haben wir nicht nur seinen Anzug, sondern wir haben auch seine Fähigkeiten, okay? Das Ding ist, ich muss ein bisschen vorsichtig sein, weil, ja, als Flash ist ziemlich, ziemlich crazy. Wir können zum Beispiel den Knopf hier drücken und auf einmal passiert das und okay, warte, chill mal. Okay, warte, ganz kurz. Okay, also, oh Gott, ja, ich bin zu schnell, ich sag's euch. Ich muss immer hier aus der Höhle irgendwie rauskommen. Warte mal, lass mich kurz mal meine Power der Schnelligkeit ein bisschen niedriger machen, genau. Okay, jetzt ist unsere Schnelligkeit nicht allzu hoch, seht ihr das? Wir sind schneller, aber wir sind nicht viel schneller. Wir sind jetzt ungefähr 50 km/h. Manchmal ein bisschen weniger, manchmal mehr, wenn wir springen. Aber sonst sind wir 50 km/h. Und wir können auch, oh Gott, vorsichtig. Wir können auch natürlich schneller Blöcke zerstören, weil wir haben auch schnellere Hände, logischerweise, was sehr vorteilhaft ist. Lass mal sehen, wie schnell wir das Schaf töten. Ja, das geht echt sehr schnell. Also, das ist halt nur mit der Faust, ne? Das ist schon ziemlich crazy auf jeden Fall. Aber wieso lassen die kein Fleisch fallen? Hä? Die lassen halt nur Wolle fallen, aber kein Fleisch. Hä? Das ist halt merkwürdig. Ich weiß zwar nicht wieso, aber ist halt anscheinend so. Nun, hier können wir auch sehen, was er hat. Und zwar hat er Super Speed, verbesserte Reflexe, Cellular Regeneration, ich weiß nicht, was es heißt, aber vielleicht heilen wir schneller oder sowas. Und eine verschnellerte Sichtweise oder so. Auf jeden Fall bekommen wir weniger Schaden, wir bekommen weniger Fall-Damage, Fallschaden. 10% mehr Angriffsschaden, weil ich meine, wir sind der Flash, wir haben nicht so viel Schaden, logischerweise. Wir können ein höher springen, wir können viel schneller rennen und wenn wir einfach punchen, dann haben wir mehr Schaden. Aber ich weiß nicht, wieso die kein Fleisch fallen lassen. Oh, jetzt ein Zombie, lass ihn mal so töten. Das hat weh, aber ich glaube, wir heilen uns schneller, ne? Ich glaube, ja. Nur wir können sogar, wenn wir... Warte mal, ich will ganz kurz gucken, ob die Hühner... Oh, die lassen Fleisch fallen, okay. Und ja, die... Ey, das ist echt crazy. Okay, das Ding ist, wir haben auch... Wir müssen unseren Schlag nicht aufladen, was der Wahnsinn ist. Also ich weiß nicht, ob das an der Microversion liegt oder an Flash liegt. Ich bin mir da selbst nicht sicher, aber das ist schon sehr hilfreich. Auf jeden Fall, wenn wir enorm schnell werden, dann können wir sogar auf Wasser laufen. Ja, in der schnellsten Geschwindigkeit können wir auf Wasser laufen. Und als wäre das nicht schon genug, können wir das Spiel in Zeitlupe machen, okay? Also jetzt ist alles in Zeitlupe, wie ihr sehen könnt. Ist es das? Ja, jetzt ist alles in Zeitlupe. Das heißt, alles, was wir sehen, ist in Zeitlupe. Für uns aber nicht wirklich, weil wir können ja schneller werden. Das heißt, zum Beispiel, ich kann jetzt mich entscheiden, schneller zu werden. Und gut, es ist trotzdem... Na, okay, jetzt sind die jetzt nicht mehr in Zeitlupe. Das heißt, wir können das aktivieren. Und dann können wir hier rumlaufen. Und dann sind wir zum Beispiel 200 km/h. Und dann können wir auf Wasser laufen jetzt. Seht ihr das? Oh mein Gott, und naja, aber alles andere ist halt in Zeitlupe. Okay, so wie Flash die Welt sozusagen sieht, was ziemlich, ziemlich krass ist. Natürlich schlagen wir auch langsamer, das ist leider der Nachteil, aber das ist schon echt crazy. Aber wir können in Höhlen gehen und so weiter und so fort und wir sollten dann sicher sein. Hier haben wir auch eine Stadt. Ich werde das mal zu den Bäumen rübergehen. Und da, ich glaube, der einzige Nachteil, den man damit hat, ist, man wird sehr schnell hungrig, weil man halt immer sprintet. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass man sehr schnell hungrig wird. Aber ja, lass mich erstmal das hier deaktivieren, meine Schnelligkeit holen. Und erstmal das Holz hier auf die Stelle abbauen. Oh Gott, ich kann nicht so schnell sein. Das ist zu schnell, wirklich. Also, das ist deutlich zu schnell. Vor allem, das Holz baut sich auch nicht schneller ab, wenn wir schneller laufen können. Das wird nicht passieren. Aber ja, das ist natürlich eine sehr geile Fähigkeit, weil alles in Zeitlupe ist und wir fast normal spielen können. So wie Flash, das ist der Vorteil an Flash, okay? Das ist halt das Gute. Nur schneller craften können wir, ich glaube, nicht. Das wäre auch irgendwie merkwürdig, wenn wir das könnten, aber ja. Na gut, dann, ich habe zwar noch nicht Flash mit der Spitzhacke gesehen, aber das erste Mal kommt immer, also machen wir das mal. Und wir brauchen echt mehr zu essen gerade. Lass mal sehen, ob, lass mal kurz hinsprinten und gucken, ob hier irgendwelche bisschen was zu essen ist. Wir können nur halt nur auf Wasser laufen, wenn wir halt auch wirklich genug Speed haben. Also wir müssen wirklich irgendwas mit 200 km/h haben oder mehr als 150. Ansonsten können wir nicht auf Wasser laufen, aber wir können ja mal über den Ozean laufen. Das wird bestimmt unterhaltsam. Leider hat diese Stadt nichts zu essen, das heißt, ich muss mir einen Ofen erstellen. Warte, ich will mal kurz sehen, ob sich Stein auch schneller abbauen lässt. Okay, ich will mal ein bisschen schneller sein, um schneller dahin zu kommen. Let's go. Ich glaube, 2 ist eine gute... Oh mein Gott, let's go. Ja, es geht deutlich schneller auf jeden Fall. Das ist irgendwie luxuriös, muss ich sagen. Das ist geil. Ja, das Essen muss das Einzige sein, was wirklich sein Nachteil ist. Ich meine, ich gehe mal davon aus, weil was anderes kann ich ja nicht vorstellen. Aber ja, ich feiere auch diesen Blitz irgendwie um uns herum. Also, dieser Mod hat wirklich crazy Sachen. Und Flash ist einer der schwächsten Superhelden. Ich wollte es nur kurz erwähnen. Es gibt Superhelden, die sind so stark, dass es sich so anfühlt, als würdest du im Spektator-Modus spielen. Und als würdest du Minecraft so durchspielen. Also quasi unbesiegbar. Die sind wirklich... keiner ist unbesiegbar wirklich. Aber die sind auf jeden Fall sehr, sehr stark. Lass mal sehen, wie schnell sich das mit Stein abbauen lässt. Sehr schnell. Also, wow. Okay, das geht echt unglaublich schnell, wie schnell wir die Steine hier abbauen können. So macht mein auf jeden Fall mehr Spaß. Okay, hier können wir zum Beispiel... Das können wir gleich austesten. Warte mal, bevor ich ihn töte, testen wir das aus. Okay? Ich werde meine Geschwindigkeit komplett erhöhen. Zeitlupe anmachen und gucken, was jetzt passieren wird. Ich bin jetzt... Oh mein Gott.
Oh mein Gott, jetzt gehe ich nach dort. Er kann sich nicht mal sehen in der Zeit. Jetzt gehe ich nach... Oh mein Gott. Ich muss meinen Schlag nicht mehr aufladen. Ja, okay, aber das Ding ist, ich komme auch schwer an meine Items. Das ist das Ding. Ich kann einfach nicht wirklich scrollen. Ich kann nur die Buttons drücken aus einem Grund. What the hell ist das OP? Der hatte nicht mal eine Chance, sich überhaupt umzudrehen. Okay, das ist Hardcore OP. Das ist enorm OP. Lass uns mal hier das Eisen abbauen und normale Zeit anmachen. Und ja, ich muss aber langsamer werden. Also diese Fähigkeit kann ich leider nicht allzu oft nutzen. Warte, wenn ich die komplette Fähigkeit ausschalte. Nee, dann ist... Hä? Dann bin ich auch schneller, oder? Dann bin ich auch ein bisschen schneller auf jeden Fall. Okay, dann bin ich auch definitiv schneller. Aber, oh, das ist so OP, ne? Die Gegner haben ja null Chance. Wir sind einfach zu schnell. Lass mal sehen, wie schnell sich Holz abbauen lässt mit der Axt. Okay, das geht auf jeden Fall Millionen mal schneller. Jetzt stell dir mal vor, du hast eine Diamantenaxt. Das geht dann so hart gestellt, weil ich will ein Bett erstellen, weil wir müssen trotzdem schlafen. Wisst ihr was? Der Flash wird einfach draußen schlafen. Er braucht keine andere Stelle zum Schlafen. Okay, geht's? Oh, jetzt geht's. Okay, also wir... Hä? Was? Ich bin irgendwie durchgeglitscht oder so. Keine Ahnung, was passiert ist. Aber alles wieder gut. Alles bestens. Das war geplant. Oh, wir haben sogar voll Damage Reduction. Das heißt, wir können von einem ganz hohen Ort runterspringen und wir bekommen einfach keinen Schaden oder kaum Schaden auf jeden Fall. Und ich glaube, in dieser alten Minecraft-Version kann es sogar sein, dass Schafe nichts fallen lassen haben, kein Fleisch fallen lassen haben. Das könnte natürlich sein, theoretisch. Ach ja, die alten Minecraft-Versionen. Das war schon ziemlich geil auf jeden Fall. Wie leicht es war, Mobs zu töten. So, wir haben eine Eisenspitzhacke. Sehr schön. Und ich überlege gerade, was wir brauchen. Irgendwie bin ich. Ich bin super voll mit seinen Fähigkeiten. Ich kann mich gar nicht aufs Spiel konzentrieren. Okay, ich werde mir jetzt ein bisschen Fleisch gönnen hier. Das geht, das ist echt schnell. Das ist echt crazy, wie schnell das geht, ne? Okay, aber keine Schafe töten, weil... Okay, jetzt habe ich noch eins getötet. Na, super. Oh, wir können sogar gedrückt halten. Können wir? Ja, manchmal geht... Ach so, nee, können wir doch nicht. Okay, nein, leider nicht. Das geht leider nicht. Also, wir müssen schon selbst klicken, aber... Ist okay. Also, ist okay, sagt jetzt der normale Danny. Der faule Danny sagt, das ist auf jeden Fall nicht okay. Können wir uns das Fleisch gerade runterbauen? Ich sollte erstmal einen Checkpoint erstellen. Okay, gerade runterbauen wird ein bisschen tricky sein. Das werde ich lieber nicht tun. Ich werde, wenn ich normale Minecraft sterbe, okay. Aber wenn ich als Superheld in Minecraft sterbe, da ist nichts okay. Wow! Wir haben ein Erz gefunden. Das ist ein anderer Erz. Das ist ein Teil der Mod. Das ist quasi wie Branium-Ohr. Also man kann sich das auch quasi, naja, selbst craften und sowas. Diese ganzen Superhelden-Outfits. Weil im Endeffekt muss man nur die Superhelden-Outfits haben, um die Fähigkeit zu bekommen. Und aus irgendeinem Grund, wenn ich F3 drücke, wird mir gar nichts mehr angezeigt. Also die hören nicht. Deswegen muss ich halt so lange runterbauen, bis ich irgendwie eine Stelle gesehen habe. Und das ist auf jeden Fall eine Stelle hier. Und ja, wir suchen gerade Eisen, eigentlich schon Diamanten, weil falls... ich weiß nicht, also es ist eine ältere Minecraft-Version. Deswegen, ich weiß nicht genau, wie das hier war. Also ich kann mich nicht erinnern bei den ganzen Minecraft-Versionen, wie sie alle sind. Aber wir bekommen viel von diesem Zeug, was wir allerdings wahrscheinlich gar nicht brauchen werden, weil wir wollen ja Minecraft durchspielen, richtig? Er läuft ja quasi automatisch hoch, was sehr befriedigend ist, soll ich kurz mal anmerken. Okay, 19 Eisen sollte auf jeden Fall reichen. Wisst ihr was, wir werden gar nicht nach Diamanten suchen. Stimmt, warte mal. Ich brauche ja nicht mal Diamantenrüstung oder sowas. Wir brauchen eigentlich nur Lava-Pool, dann sollten wir uns in Portale stellen können. Das Ding ist, wir bekommen fast 100% weniger Schaden. 92,2%. Das heißt, wir sind nicht unbesiegbar, aber wenn wir runterfallen, bekommen wir halt kaum Schaden. Das heißt, den anderen Drachen zu besiegen wird easy sein. Vor allem, weil wir können uns einfach so hochbauen. Zieh uns mal ein, wie schnell wir uns zu den Kristallen hochbauen können. Und wir können sie theoretisch einfach so zerstören, okay? Und wir können einfach... Lass mal testen. Okay, also ich sag mal so, als normaler Spieler wäre ich tot. So habe ich wenigstens überlebt, richtig? Also es ist ganz wichtig zu wissen, wir sind nicht unbesiegbar, aber... Fast. Aber das ist gut so, weil es sollte keine Kreatur geben, die unbesiegbar ist, denn die will ich eigentlich gar nicht spielen, ehrlich gesagt. Spider-Man zum Beispiel, mein Lieblings-Superheld, ist auch definitiv besiegbar, okay? Lass mal kurz schlafen. Na gut, dann würde ich so sagen, wir suchen jetzt nach einer Lavaquelle. Also würde ich sagen, ich aktiviere erstmal Super Speed und ja, hat ja gut funktioniert. Super Speed und wir laufen hier durch die Welt. Damn, Bro. Okay, let's go. Wo lang? Ich habe keine Ahnung, wo lang ich will. Ich weiß es selbst gerade nicht. Ich will eigentlich nur eine Lavastelle finden, nur ich hoffe, ich falle nicht rein. Stimmt, ich muss da echt aufpassen. Vielleicht können wir so besser spielen, weil so können wir mehr... Ja, so können wir auf jeden Fall mehr sehen. Und lieber den Wassereimer in der Hand behalten. Oh, wir können sogar auf Wasser springen. Okay. Das haben wir gerade nicht bedacht, dass es funktioniert. Aber ja, das funktioniert anscheinend. Oh, der Wald ist wirklich die schlimmste Gegend für Flash, glaube ich, ey. Außer natürlich, wir sehen alles in Zeitlupe, aber das habe ich jetzt nicht an. Ich sehe leider keine Lavaquelle gerade, was sehr sad ist. Ich habe einen Lavapool gefunden. Dann lasse ich mal ganz kurz... So machen, ja, warte, ganz kurz, ich hab das Wasser in meiner Hand, vielleicht soll ich das immer wegtun. Ich habe alle Fähigkeiten ausgeschaltet, weil ich will jetzt kein Risiko eingehen oder so, das ist, glaube ich, verständlich, oder? Also wir machen, warte, ich muss Wasser kurz holen. Wir machen Wasser da rein, ja. Yep. Oh nein, das war, ich hab's einfach nicht drauf, ich hab das einfach nicht drauf. Genau so ist es richtig. Ich habe einen Cobblestone-Generator erstellt, perfekt, genau den brauche ich gerade. Und noch Wasser, hä? War da nicht Lava? Ich bin nicht verwirrt. Ich glaube, wir können es so machen, dann können wir jetzt das nehmen und jetzt können wir das... Hä? Ich verstehe das irgendwie nicht. Ach so. Aber ich verstehe das jetzt. Ich werde mal dann üben. Oh Gott, mir ist fast Lava gefallen. So, ja, yeah, okay.
Ah, wir brauchen ein Feuerzeug. Wir haben, oh Gott, wir haben Flint. Was zum Teufel? Sehr schön, wir haben ein Nether-Portal erstellt. Zwar kein geiles, aber immerhin eins. Hä, wo bitte bin ich? Jetzt bin ich verwirrt. Ach, das ist der alte Nether, ne? Oh mein Gott, ich kenne das gar nicht mehr wieder. Das sieht so merkwürdig aus, irgendwie so leer. Ja gut, jetzt wo ich das so sehe, muss ich schon sagen, der andere Nether ist besser. Wie viel Schaden bekommen wir? Oh, nein. Au. Seht ihr? Ich wäre normalerweise jetzt tot. Also hier ist zwar ein Fortress, vor allem die sind einfacher hier zu finden, weil hier nicht so, es nicht so viele Sachen gibt und da hinten ist ein Spawner. Und jetzt kann ich einfach mal Mega-Geschwindigkeit aktivieren und dann aber die Zeitlupe einstellen und gucken, was passieren wird. Jetzt bin ich gespannt, weil wir sind halt fast gleich schnell. Also natürlich ist es trotzdem, ne? Ziemlich crazy so, aber dieser Modus ist echt OP. Ich meine, ich jetzt nicht mal rein. Wir können jetzt attackieren. Oh mein Gott! Der ist so schnell gestorben. Ich glaub's nicht. Warte mal. Hör auf. Ich habe selbst kaum Kontrolle mehr, ehrlich gesagt. Das ist das Problem. Kann ich die... Ja, ich habe die aufgehoben. Okay. Wir können einfach mal so machen und jetzt einfach warten. Warte, vergeht die Zeit allgemein... Nee, die... Okay, ich bin einfach nur schneller. Das ist echt merkwürdig. Ich bin schneller. Die Zeit vergeht aber nicht schneller. Ich kann sie aber in Zeitlupe setzen, wenn ich will. Also da hinten sind mehr Blazes. Da können wir gerne mal hingehen. Da können wir auch den hier machen. Genau. Das ist... Die haben keine Chance. Die können nicht mal angreifen. Was? Warte, wie oft habe ich attackiert? Oh mein Gott. Ich bin wortwörtlich der OP-ste Mensch der Welt gerade. Das ist nicht normal. Und es fühlt sich so geil an, so schnell zu sein, ne? Wirklich. Hier, zieh es mal rein. Er ist tot. Er hat mich aber einmal getroffen. Aber ich habe kaum Schaden bekommen, weil ich 92% Damage Reduction habe. Also, ich könnte mich definitiv selbst töten. Das würde gehen. Aber ja, hoffen wir mal, dass nicht, dass es passiert. Und hier. Alter, mit einem Schlag? Wieso stoppst du mit einem Schlag? Wir haben 4 Stück jetzt. Und wir können die auch easy peasy töten. Okay, das geht mir zu schnell. Das geht mir einfach zu schnell. Oh mein Gott, geduckt sind wir auch Millionen schneller. Hier, zieh das mal rein, ich bin geduckt. Oh mein Gott. Und da kann ich halt nirgendwo runterfallen, ne? Das ist halt der Vorteil. Hi, was geht? Oh mein Gott, hier sind 3 Stück. Wow, 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 wow. Okay, das ist crazy. Let's go. Ich gehe hinter ihn, ich gehe hinter ihn, ich gehe hinter sie. Die haben keine Ahnung, wo ich bin. Die sehen, die denken sich... Oh nein, 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 nein. Ich bin tot. Jetzt, das war's jetzt. Es gibt keine Methode, glaube ich, nur zu überleben, oder? Oh nein, ich bin ernsthaft tot. Ja, ich muss tot sein. Ich kann halt gar nichts hier verwenden. Ich bin tot, ich bin jetzt tot. No, ich sterbe zwar in Zeitlupe, aber das bringt mir leider gar nichts gerade. Ja, das war's. Oh mein, ist es passiert? Okay, ich habe alle nötigen Sachen jetzt bekommen. Das heißt, wir können jetzt erstmal Ende Augen stellen. Warte, genau so ging das. Und jetzt so und... So, und jetzt haben wir Ende Augen. Und jetzt können wir die einfach, naja, nach oben werfen und wissen sozusagen, wo es lang geht. Und wir müssen nach dort, okay. Also wir müssen jetzt aber nur geradeaus laufen. Was eigentlich ein Problem sein sollte. Ich mache mal den Modus an und verstelle mich enorm. Und jetzt laufen wir einfach die ganze Zeit da lang. Oh, da kommt ein Wald, ne? Das ist nervig. Jetzt kurz nochmal werfen. Wir müssen nach, oh, nach dort, okay. Und das ist kaputt gegangen, geil. So, wir können jetzt über das Wasser laufen. Let's go. Let's go. Oh Gott, das Wasser hält nicht allzu lange an, leider. Ist okay. Selbst diese kleinen Viecher können mir einfach nichts antun. Das ist so OP, ne? Wirklich. Aber gut, wir sind da. Das Ding ist, ich muss mit den Nummern, ich kann nicht scrollen aus irgendeinem Grund. Deswegen bin ich auch gestorben, weil ich konnte meinen Stein nicht vernünftig auswählen. Das war der Nachteil und ich muss, warte, ich kann einfach geduckt hier lang gehen. Das sollte okay sein. Oder wenn ich geduckt hier lang gehe, dürfte ich normalerweise nicht in die Lava fallen. Gehe ich davon aus. Okay, das ist an. Sehr schön. Ich brauche aber noch ein bisschen Stein, wollte ich jetzt sagen. Egal, ist nicht so schlimm. Wir können einfach auf die Schnelle so das hier wegmachen und richtig schnell Sachen hier abbauen. Das sollte normalerweise funktionieren. Wenn ich lernen würde. Ich glaube, wir waren zu schnell für das Spiel, sodass es quasi nicht auf klar kam. Und naja, ist ja klar, wir sind ja Flash. Also sollten wir zu schnell für alles sein. So, wir werden jetzt mit unserer Fähigkeit töten. Und zwar echt so richtig langsam. Und wir sind halt, naja, wir sind halt unglaublich unnormal schnell. Nur, natürlich kommt es uns nicht so vor. Aber wie gesagt, ich muss immer den Button wissen. Und zwar auf 6 ist das. Dadurch komme ich halt immer, könnte ich halt zum Beispiel den Block hier so platzieren. Und dann hätte ich überlebt. Aber da ich vergessen habe, okay, ich kann das ja gar nicht. Und wir können die Sachen auch leichter zerstören, weil ich glaube, wir... Warte, ich probiere es einfach mal. Mit diesem Risiko, dass wir sterben. Aber ich werde einfach mal gucken, ob wir das, den Kristall zerstören können. Ohne, dass wir zu viel Schaden bekommen. Weil ich meine, wir haben ja Damage Resistance sehr viel, oder? Okay, machen wir mal ganz kurz so. Genau, okay, jetzt können wir wieder Zeitlupe anmachen. Und jetzt? Oh mein Gott. Okay, warte, chill mal. Und jetzt zerstör das. Und... Das geht, das geht, das geht auf jeden Fall, der Schaden. So, und jetzt bauen wir uns runter. Oh Gott, das ist zu schnell, das ist zu schnell. Okay, ich muss gerade C gedrückt halten, das ausmachen und jetzt mich wieder runterbauen. Oh Gott, ich mach doch wieder das an. Oh, jetzt in der Nähe, das ist gefährlich. Irgendwie ist aber Blöcke abbauen gerade sehr komisch, frag mich bitte nicht wieso. Okay, lass uns zielen und so.
Ich weiß nicht, ob das klappt oder nicht, aber leider nicht. Okay, das ist, ja, Flash ist nicht der beste Bogenschütze, wie man sich denken kann, ne? Okay, das erste ist zerstört, aber... Er hat versucht, mich zu attackieren, aber, ja, was will er machen? So, ich gehe einfach wieder hinter ihn, ne? Hi! Und er dreht um, okay, er versucht, aber ich bin halt schneller als er, was soll er machen? Und er feilt, nicht, okay. Hä, fliegen die Pfeile irgendwie? Warte, ich habe das Gefühl, die Pfeile fliegen einfach perfekt gerade, kann das sein? Zieh das mal rein. Naja, nicht wirklich, aber fast habe ich das Gefühl. Nice. Warte mal, hier gibt es auch gar keine Mitte oder so, wo ich attackieren kann. Kommt er überhaupt runter oder nicht? Ich bin so verwirrt, ne? Er bleibt doch hier nur an einer Stelle stehen. Also irgendwas stimmt mit meinem Spiel nicht. Okay, irgendwie ist mein Spiel kaputt, habe ich das Gefühl. Also ich werde das Video vorher mal stehen lassen. Für, ja, noch eine Folge von einem anderen Superhelden. Hoffentlich funktioniert es dann besser. Vielleicht auch eine andere Version. Dann lasst doch mal oben da, abonniert kostenlos, aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Video. Bye.